Hi und herzlich willkommen zurück bei Avorion. Ich muss hier den Start mal ein bisschen schneller machen, weil da sind relativ viele von unseren von Piraten unterwegs, wenn ich das richtig sehe, dort. Genau, die hier angreifen. Ich will mal kurz gucken, wo ist denn meine Drohne? Kann ich die, sehe ich die hier irgendwie im Menü? Hat die eine andere Farbe? Da, das müsste die Drohne sein. Die ist dort auf Asteroiden. Suche. Okay, alles klar, das ist gut. Das heißt, wir können uns jetzt hier wieder an die Piraten ranwagen, würde ich sagen. Ich schau mal kurz auf mein Schiff. Raumjäger haben wir nicht. Frachtraum haben wir. Ich wollte ja eigentlich den Kram verkaufen, den wir hatten. Das wird schwierig. Ich will aber mal gucken. Güter handeln. Hab ich nichts. Gehen wir doch die Sachen hier mal durch. Was ist denn hier noch für Stationen? Da ist noch eine Station. Düngemittel. Moment mal, was haben wir denn hier an Bord? Fusionsgeneratoren. Okay. Oh, da ist sogar nur noch einer von den Piraten übrig. Dann sollten wir da mal hinboosten. Uns den vielleicht schnappen. Oh, haben wir nicht mehr ganz geschafft. Schade. Habe ich ein bisschen zu lange gezögert, aber wir können immerhin noch ein bisschen Zeug rausziehen. Würde ich sagen. Ja, das sieht ganz gut aus. Kriegen wir auf jeden Fall ein paar Ressourcen raus und haben gerade... Was haben wir denn da gerade bekommen? Antriebsupgrade auch noch. Okay, alles klar. Oh, der Rest hier sieht leider nicht so spannend aus. Okay. Was gibt's hier noch? Wo sind die anderen Piratenwracks? Dort anscheinend. Genau. Düse ich mal da runter. Und schau mal, was hier so drin liegt. Da ist irgendwas Lilanes. Okay. Hinten ist noch Treibstoff dran. Da ist irgendein Kaufmann unterwegs. Auch Pirat. Wollen wir uns den mal holen? Vielleicht hat er auch noch Fracht an Bord, die wir verkaufen können. Dann wären wir jetzt quasi zum Piratenjäger. Könnten wir eigentlich mal probieren. 15 Kilometer weg. Hier liegt noch ein bisschen Geld rum. Nehme ich gern mit. Was war nur eins? Gib mir deine Fracht. Weiß ich nicht. Nee, machen wir mal nicht. Wechseln aber hier auf bessere Waffen. Und der greift den jetzt auch schon an. So, mal gucken. Okay, das sieht doch ganz gut aus. So, zack. Ruf hat sich verbessert, wir kriegen ein paar Sachen und schalten mal auf den Laser um. Ich kann hier nämlich auch noch Zeug rauszählen. Okay, jetzt wurde unsere Besatzung bezahlt. Krass. Mal gucken, was gibt es hier noch alles. Überwiegend Eisensachen. Sollten wir vielleicht ein anderes System weiterziehen. Ah, okay, hier haben wir jetzt irgendwo einen Frachtraum erwischt. Okay. Das ist auch wieder alles nur Eisen, ja? Na gut, okay. Dann gucke ich mal, können wir die Sachen hier einsammeln? Ah ja, sammelt die Sachen wirklich ein. Wir sammeln Kupfer ein. Interessant. Fliege ich hier nochmal durch. Müssten jetzt nur gucken, was wir mit dem Kupfer auch machen können, wo wir das handeln können. Ich habe leider nicht, weiß gar nicht, ob ich so ein Handelsteil habe, so ein Handelsgenerator. Okay, die sammelt da jetzt wieder nicht ein. Interessant. Okay, gut, wir gucken mal, was haben wir im Frachtraum? Kupfer und das andere. Kupfer durchschnittlich, ah, das werft es mal raus. Gut.
fliegen hier einmal weg. Da drüben ist irgendwo unsere Drohne am Abbauen. Ich würde sagen, die der Drohne. Wo ist die? Müsste ja irgendwo. Ist ja unsere Drohne jetzt. Ach Quatsch, ich bin ja auch im falschen Menü. Hier, Spielermenü. Delta I. I. Das ist unsere Drohne. Der können wir sagen, bauen. Hier ist doch irgendwas kaputt jetzt. Das ist unser Schiff, das ist richtig. Unser Drohnenschiff. Komisch. Schießt hier schon wieder irgendjemand? Ich habe doch gerade hier irgendwas schießen sehen. Egal, so. Versicherung, Befehle. Sektorpart und mich eskortieren. Sagen wir der Drohne mal, die soll zu uns kommen, weil wir springen jetzt in ein anderes System. Und wir sind gerade hier. Da ist noch irgendwas Unbekanntes. Ich würde mal sagen, wir springen erstmal dahin. Ich guck mal, ob ich die Fusionskerne verkauft bekomme. Was gibt's denn? Weil hier gibt's so viele Sachen in diesem System. Güterschiff, Militärstation. Aber auch nichts. Hier haben wir eine Düngemittelfabrik. Handelsposten. Gucken wir mal. Kaufen. Auch nicht die Sachen, die wir eigentlich haben wollen. Ressourcendepot. Gut, okay, da könnten wir Materialien handeln. Forschungsstation. Hier können wir Sachen erforschen. Okay, das ergibt natürlich auch Sinn. Hm. Denn noch alles? Da ist noch irgendeine Station. Hier ist ein Kaufmann. Hier ist ein Solarkraftwerk. Die verkaufen einfach nur Energiezellen. Das macht auch irgendwie Sinn. Ich weiß leider nicht genau, wo ich das Zeug denn verkaufen kann. Das Posten hatte ich schon. Gut, okay. Ich springe also mal in das andere System. Einfach auch, um zu erfahren, ob uns unsere Drohne folgen kann. Das wäre ja wirklich interessant zu wissen. So, neues System. Schau mal, was gibt's hier? Raumjägerfabrik, Handelsposten, Edelmetallmine. Okay, wir schauen uns um. Ah, hier ist unsere Drohne. Gibt es hier... Gibt's anscheinend. Wir sagen... Ach Quatsch. Wir sagen ihr mal... Befehle abbauen. So, dann flieg mal los, kleine Drohne. Mitnehmen können wir dich ja immer noch. Solarkraftwerk. Corvette. Edelmetallmine. Mal gucken, was die so hat. Die kauft diese Generatoren. Super. Dann fliegen wir doch mal dahin und werden unseren Frachtraum los. Das ist doch toll. Gucken wir erstmal auch ein bisschen Geld. Wie viel haben wir jetzt? 67.000. Sehr gut. Oh, mal hier. Oh, ich drücke immer auf die falsche Taste, wenn ich mich umdrehen will. Weil in anderen Spielen ist es oft Alt. Alt ist hier Kamera verschieben und Steuerung ist quasi die freie Kamera. So, da ist ein Dock. Da ist auch ein Dock. Okay, dann nehmen wir doch das. Oh. Gut, jetzt sind wir nah genug dran. Mal gucken. Okay, sind immer noch nah genug dran. Gehen auf Güter handeln und sagen hier verkaufen 36 Stück von diesen Generatoren. Fusionsgeneratoren entfernt. Beziehungen haben sich deutlich verbessert. Wir haben 1,5 Millionen Grad bekommen. Das ist ja unglaublich. Krass. Dann können wir jetzt auf jeden Fall mal unser Schiff versichern. Okay. So, Versicherung abschließen. Gut. Keine ausstehenden Zahlungen. Okay. Sehr gut. So können wir erstmal kriegen wir erstmal keine Probleme und kriegen unser versichertes Schiff zurück. Wenn was passiert, Geld haben wir jetzt genügend. 1,5 Millionen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Jetzt haben wir natürlich. So, da vorne ist die Raumjägerfabrik.
Ja, auch mal gucken. Crew anheuern, Jäger bauen. Okay, hier gibt es jetzt bestimmte Jäger, die wir bauen können. Workshop, Schiff Designs. Ah ja, okay. Könnte ich diese Drohnen für bauen? Ich habe so ein paar Workshop-Sachen hier rausgezogen. Okay. Und das sind die Schiffe aus meinem letzten Einzelplayer. Aber wir entwickeln die jetzt hier natürlich eher neu. Okay, das sieht aber so ganz gut aus. Wir können uns ganz gut drehen. Ich würde vielleicht noch so ein komisches... Wartet mal. Gehen wir ein bisschen hoch. Ich würde eigentlich gern noch eins von diesen Gyroskopen heißen, die bei Space Engineers. Wie heißen die hier? Gyrophalanx. Okay. Wir nehmen hier umwandeln, nehmen die Gyrophalanx und sagen umwandeln. So, dann haben wir da noch einen von. Okay. Was gibt's hier noch für Sachen, die man brauchen könnte? Tarngeschütz stärkt, skaliert mit Material, absorbiert Kollisionsschaden, erhöht Rotationsgeschwindigkeit. Das ist doch nicht das Richtige. Sekunde. Müssen wir vielleicht hier reinklicken. Ja, verdammt, falsche Taste. Müssen wir wahrscheinlich hier reinklicken. Gucken mal, Baumaterial Titan. Genau, das ist das hier. Mhm. Was ist für Geschützturm-Designs? Wir haben noch ein paar andere, aber Waffen sind jetzt voll hier, ne? Ja. Okay, dann lasse ich das mal so. Und wir haben unser Zeug jetzt verkauft. Wir haben Solarteile. Draußen ist Frachtraum dran. Sieht doch ganz gut aus. Okay, neutraler Editor setzt im... Achso, neutraler Editor. Geschütze hervorheben. Vielleicht auch nicht so schlecht. Raum angleichen. Auch interessant. War ja auch nicht richtig, oder? Ganz komme ich mit dem Baueditor auch noch nicht klar. Da muss ich mich auch ein bisschen anpassen. Wenn ich das jetzt hier vordefinierte Form machen möchte, die hier, sind die ja alle ein Stück größer. Wenn ich die hier auf Angleichen wegnehme, so, vordefinierte Form bitte, die dritte, die ein Stück größer, ne? Wenn ich jetzt unser Schiff einmal hochskaliere, Sekunde, ich baue das mal, baue einfach mal hier einen Block rauf. So, der ist jetzt, glaube ich, ein Müh größer. 2,5 mal 2,5. Der hat 3x3. 2,5 mal 2,5. Und der hat 2x2 mal 2. Ups. Das wollte ich nicht machen. Rückgängig. So. Lokales Gitter. Wie kann ich... Wie war das mit dem... Blockgrößen anzeigen? Aktuelle Blockgröße. Ach so. Dann lege ich mir hier einfach so ein Blockgrößenteil hin. So. So. Ganzes Schiff anpassen. Hier gab es doch irgendwo noch... Blöcke reparieren. Brauche ich eigentlich nicht. War denn das mit dem gesamten Schiff skalieren? Schiff reparieren. Okay, war jetzt auch nichts. Haben bestimmte Blöcke ausblenden. Ganzes Schiff rotieren? Nein. Ganzes Schiff anpassen. So. Skalieren. Wenn ich das jetzt auf... Macht ja keinen Sinn. Wenn ich es verdoppel, bin ich bei... Weil dann bin ich bei... Macht ja auch keinen Sinn. Skaliere. Mal 2. Hm. Ja, die Blockgröße ist 2x2x2. Gibt es aber lustigerweise hier nicht in vordefiniert. Kann die aber hier unten drüber anpassen. Okay, so sehe ich das wenigstens. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich hier aus dem Baumenü rausgehe und wieder reingehe, ist es allerdings
lustigerweise nicht mehr da. Blockgröße anzeigen. Kann ich das nicht speichern hier? Okay, das ist gespeicherte Designs. Design speichern kann ich zwar. Aber irgendwie... Wieso merkt er sich das nicht? Wieso merkt er sich das eine jetzt und das andere nicht mehr? Ich verstehe es nicht ganz. Egal, wir müssen aber weitermachen. Unser kleiner... Da hinten ist am Abbauen. Richtig? Ja, unser Schiffchen. Guck mal, was gibt's hier noch? Da ist zum Beispiel auch noch was, wo wir hinspringen können. Mal die Daten ein. Ich werde unserer Drohne mal sagen... Die sammelt hier aber gerade ganz nett eigentlich Titan. Das heißt, wir lassen die mal sammeln. So, hier waren wir auch noch nicht, oder? Ich glaube jedenfalls nicht. Hier gibt es viele Asteroiden. Wir könnten... Achso, wir können ja mal kurz was gucken. Crew anheuern. Gibt es denn hier Security, Pilot, gegen Raumjäger, das ist klar. Da hinten ist eine Schiffswerft. Wir haben Leutnants an Bord. Mal gucken. Was wir eigentlich mal bräuchten, sind noch Bergmänner, wenn ich es richtig gesehen habe. Ingenieure haben die noch. Okay, Unteroffiziere und Bergmänner bräuchte ich eigentlich. Ansonsten ist hier leider wenig Spektakuläres. Da gibt es einen Reparaturdock. Hier könnte ich einen Rekonstruktionsort setzen, das macht auch irgendwie Sinn. Aber was ich jetzt eigentlich brauche, sind mehr von denen. Und wir könnten vielleicht ein bisschen ins Innere kommen. Okay, ich springe mal dahin. Drüben unsere Drohne holt noch Zeug ab. Okay. Können wir in die Reihen wechseln? Das wäre auch noch eine Frage. Schaue ich mir auch mal gleich an. Also wir sind jetzt erstmal hier wieder in dem Sektor. Wir gehen mal hier drauf. Ah ja, okay, hier ist unsere Drohne auch drin. Das, was jetzt hier macht, das wenig Sinn. Sektor, Koordinaten. Okay, wir springen dann dahin in dieses System. Falls hier nicht gerade noch irgendwas aufploppt. Nö. Okay. Sprungroute berechnet. Achso, und wir haben nicht genügend Energie, um dahin zu springen. Das macht natürlich auch irgendwie Sinn. Da ist ein Tor. Aber wir springen. Wir sparen uns das Geld quasi und springen ins nächste System. So, hier ist das nächste System. Hier gibt es wieder alle möglichen Sachen. Und ich will jetzt eigentlich dahin. Unbekanntes System. Nach Deep Utopia 2. Nee, das ist falsch. Das muss eigentlich eine andere Richtung sein. Das ist nach Quaken Paradise. Das ist da. Auch nicht richtig. Mal kurz gucken. Das ist falsch. Die beiden sind falsch, oder? Denn noch Tore. Gar keine anderen. Da ist noch ein. Utopia. Die Utopia. Ah, das könnte es sein. Dann nehmen wir das. So, Energie ist noch nicht da. Du hast Versicherung gezahlt für mein Schiff. Aber wir haben wahrscheinlich irgendwas Kleines angebaut. So, wir boosten mal. Das sieht doch gut aus. Nähern uns jetzt mal weiter dem Zentrum quasi, um bessere Materialien zu kriegen. Wir sind jetzt hier. Da ist irgendein Notruf. Und da geht's hin. Das können wir aber auch springen. Guck mich hier mal ein bisschen um. Wirklich interessante Sachen sehe ich hier jetzt leider nicht. Dann springen wir.
ist da, was ich vergessen habe? Habe ich gerade gelesen. Neutraler Editor. Irgendwo muss ich das doch speichern können hier. Eine Geschützturmbasis gewählt. Sekunde. Irgendwie habe ich den Modus hier doch jetzt abgespeichert. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Blöcke reparieren. Anpassen. Ganzes Schiff rotieren. Komisch. Nicht wie. Okay, aber wir gehen mal wieder zurück und holen uns hier entsprechend diese Geschützturm-Designs. Wo war denn das? Hier, Geschützturm-Basis. Wartet mal, ich hole mir hier erstmal die Größe. Blockgröße anzeigen. Okay, ich setze es mal da oben drauf. So, wenn ich hier jetzt Geschützturm-Design-Modus. Design-Modus öffnen. Okay. Immer auch merkwürdig. Okay. Komme ich da wieder raus? Okay. So anscheinend. Das muss ich mir nochmal angucken in Ruhe, wie das funktioniert. Hier sind Frachträume. Wo ist das hier? Hier. Hier kann ich also jetzt auch noch einen Frachtraum nach hinten ransetzen, theoretisch, ja? So. Gut, dann haben wir ein paar mehr Frachträume, genau. Oben haben wir diese Rotationsteile, das ist auch richtig. Und viele andere Sachen. Ups. Achso, den Flugschreiber wollte ich ja eigentlich haben. Was ist da? Frachtraum. Mal kurz hier, da drunter ist das. Okay, dann gehen wir mal zurück. Da ist das drunter. Hier drunter sind auch noch Quartiere. Das heißt, da könnte ich eigentlich einen Flugschreiber reinsetzen. Ah, verdammt, jetzt habe ich hier schon wieder irgendwas falsch gemacht. Sekunde. So, also anzeigen. Jetzt gucken wir mal. Panzerung, Torpedo, Flugschreiber. So, Flugschreiber. Dann haben wir hier die Titanquartiere. Und setzen hier dann wieder ein Quartier rein. Super. Passt. Müsste jetzt mal gucken. Wir haben ja eigentlich noch diese Titangeschütz. Pedolagerraum. Ein Titanlicht. Korrekturdüsen. Wo ist denn dieses? Ach, hier. Okay. Sieht so aus, als wenn hier aber alles über den Feldgenerator abgedeckt ist. Das ist gut. Okay, dann lasse ich es erstmal so. Hab jetzt einen Flugschreiber. Bin hier. Da geht es irgendwie zu Piraten. Hier geht es ja immerhin weiter rein. Aber wir schauen uns hier erstmal um, was es hier gibt. Wieder ein Piratentor. Ich gehe mal ein bisschen in den Asteroidengürtel rein. Aber auch alles andere als schön hier. Also hier gibt es nur wenig Asteroiden, die für uns interessant sind. Ist nicht so doll. Vielleicht springen wir dann doch gleich weiter. Wobei, ich habe mich gefragt, ob wir unser kleines Schiff hierher holen können. Spielermenü. Ich gehe mal auf dieses Schiff. Aha. Kann das von hier nicht steuern. Hier sehen wir die Piraten, die uns nicht mögen. Okay, wir können die Beziehung hier verbessern. Da sind wir gestartet. Okay. Millionen. Allianzen. Okay, das ist alles irgendwie sinnvoll. Aber wie kriege ich jetzt mein Schiff? Da ist das ja. Ach, Sektor wechseln. Okay, ich kann zumindest in den Sektor wechseln. Gucken wir uns das doch mal an. Aber da befindet sich doch eins meiner Schiffe. Ah ja,
Okay, hier ist eins meiner Schiffe. Guck mal kurz hier auf den Baumodus. Okay, Geschütze sind da. Schiff ist sehr schwach, das weiß ich. Ist ja auch eine Mining-Drohne quasi. Kaum Hülle, kaum Schild. Okay. Ich kann dem Schiff jetzt ganz schlecht irgendwas sagen. Komme ich denn jetzt wieder zurück? Okay, ich wechsle jetzt in den anderen Sektor wieder. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob das Schiff dann weiter abbaut dort. Okay, so. Ich klicke hier nochmal auf den. Chat schreiben, Sektor markieren, Koordinaten. Das kann ich nicht. So, also ich bin jetzt wieder bei dem Schiff. Schnapp mir hier das Spielermenü, gehe auf Flotte. Kann dem Schiff aber auch wirklich nichts sagen. Weiß auch nicht, ob das noch wirklich was tut. Okay, ich springe trotzdem dahin, das schadet nicht. Und hoffe, dass vielleicht irgendwo unten aufploppt, dass wir was, dass das Schiff abbaut. Weil sonst müssten wir es wirklich immer mitziehen. Oder wir müssten halt so kleine Drohnen dann bauen, aber das können wir derzeit eh noch nicht bauen. Okay, hier schauen wir uns mal um. Da drüben ist eine Korvette von denen hier irgendwie. Okay. Ja, auch sehr interessant. Okay, ich springe hier nochmal runter. Wo ist... Da ist es. Da geht's lang. Aber ich habe jetzt leider das Gefühl, dass unsere Drohne nicht mehr abbaut. Aber ich kann ja das ja auch nicht darüber sagen. Das macht ja gar keinen Sinn. Und andere Möglichkeiten, aber deren einen Befehl zuzusenden, habe ich doch gar nicht hier, oder? Gibt es ja noch Tutorial? Jetzt wirklich wenig Sinn gerade. Nein. Ich will doch das Tutorial gar nicht haben. Okay. Jetzt wurde hier noch das dazu bezahlt, das ist richtig. Der Baumodus ist auch klar. Ich nehme jetzt nur mit Multiplayer, Galaxie, Schiffsmenü, Spielermenü. Ich habe eigentlich nur das Spielermenü noch zur Auswahl. Moment. Ja. Genau. Hier nochmal drauf. Fusionsgeneratoren. Das ist doch auch falsch. Ich habe doch gar keine Fusionsgeneratoren mehr an Bord. Dem auch nichts sagen jetzt, oder? Ja, okay, also wir springen jetzt nochmal in diesen in das andere System hier. Und zur Not müssen wir zurückkehren und unserem anderen Schiff wieder eine Aufgabe geben. Interessant, hier ist auch irgendwie nicht viel. Hier drüben gibt es eine große T-Farm. Da sind immerhin Asteroiden. Das heißt, ich schieß mal da. Uiuiui. Sollte mir doch eher drehen und bremsen. Okay, jetzt haben wir abgebremst. Hier gibt es. Macht natürlich mit den Lasern, mit die wir haben, derzeit auch wirklich wenig Sinn. Aber wir können ja mal kurz gucken. Das ist echt mau. Okay, wir müssen also irgendwie wieder zurück zu unserer Drohne. Das heißt, hier die Koordinaten dahin. Da lang. Und hier. Was ist da? Was ist das? Ein Pirat. Kaufmann. Piratenkaufmann. Na Mensch, wenn das nicht unseren Rang hier hochpusht. Die mögen uns eh nicht. Ist also auch egal. Und wir sollten doch dann eigentlich gleich bei dieser neuen Fraktion, die wir hier haben, Rang aufbauen, wenn wir den jetzt angreifen. Aber das
machen wir in der nächsten Folge. Bleibt also dabei und schaut euch an, was dieser Pirat gegebenenfalls dabei hat. Ich freue mich euch. Boah, was ist denn jetzt los? Ich freue mich mit euch auf die nächste Folge von Avorion. Bis dann, macht's gut!